Herzlich willkommen zum wohl schnellsten Podcast der Welt. Ich bin Matthias Meindl und bei mir erfährst du alles rund ums Motorrad auf der Rennstrecke. Viel Spaß! Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das von euch sehr, sehr stark angefragt wurde. Und zwar geht es heute in unserem Podcast um das Thema Vorbereitung, Einrichtung, Equipment, alles für die Rennstrecke, was ein Einsteiger wissen und vorbereiten muss. Natürlich habe ich mir dazu wieder unseren 50 hier ins Studio geholt. Der 50 sitzt auf der anderen Leitung und wir besprechen heute mit euch zusammen ein paar Kleinigkeiten, damit ihr wisst, was ihr vorbereiten müsst. Hey 50, Christoph, grüß dich. Alles klar? Ich grüße dich, mein lieber Matthias. Alles in Ordnung, jawohl. Ich hoffe bei dir auch und ich freue mich, dass wir gemeinsam unseren zweiten gemeinsamen Podcast aufnehmen. Ja, ist ja schon der zweite. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Ja, das stimmt. Wir haben ja Umfrage gemacht. Ich glaube, du hast eine Umfrage gemacht und ich habe auch eine Umfrage gemacht. Und es ist ja extrem viel der Aufruf dazu gekommen, dass man sich mit dem Thema Einrichtung und Einstieg ein bisschen beschäftigen soll, ne? Richtig, genau. Die Leute interessiert es total, wie sie den Einstieg zum Rennsport finden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was sie alles an Equipment brauchen, gell? Und ich finde das super, weil durch unsere Umfragen können wir natürlich nah am Mann dran sein und können natürlich ganz speziell und ganz gezielt auf die Bedürfnisse von der Community, von den Jungs und Mädels eingehen und Licht ins Dunkle bringen, so nach bestem Wissen und Gewissen, wie wir es können. Gell? Genau, ich war direkt überrascht, weil das sind teilweise einfach Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr so wirklich bedenken, weil sie für uns so selbstverständlich sind. Und von dem her ist es auch gut, dass man eben auch diesen permanenten Austausch mit der Community eben hat, um eben auf diese Dinge überhaupt zu kommen, ja, und dann sagen, ah, ja, stimmt, da könnte man ja was machen. Ja. Ganz klar, ist so. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Die ersten Male auf der Rennstrecke, da haben wir wirklich so Pappkisten genommen, so Bananenkisten, ja, und haben da einfach ein bisschen Glasreiniger und ein paar Tücher reingeworfen und ja, mit ganz, ganz kleinem Gepäck angefangen. Ja. Und ja, jetzt, 13 Jahre später, denke ich mir, boah, Mensch, hättest du das Wissen damals schon mal gehabt, dann hättest du dir einiges an Ärger und Mühe und Not sparen können. Absolut. Hast du damals ein Serienmotorrad gehabt oder war das schon ein bisschen so auf Rennstrecke umgebaut? Nee, bei meinem allerersten Renntraining hatte ich ein komplettes Serienmotorrad. Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, dass da draußen sehr viele natürlich sind, Straßenfahrer, die da Spaß haben und halt den Einstieg haben wollen. Und da geht's ja schon los mit der Frage, was muss ich denn an meinem Motorrad alles verändern? Und da ist natürlich, letztendlich stellt sich die Frage für denjenigen, naja, wo fange ich denn an und wo höre ich wieder auf? Ne? Genau, so ist es. Das ist ein schwieriges Thema, ja. Und im Endeffekt für ein erstes Mal sozusagen empfehle ich und ich glaube du auch nicht, das Motorrad jetzt speziell jetzt gleich für die Rennstrecke umzubauen. Das kann man mit ein paar einfachen Maßnahmen reglementgerecht in Anführungszeichen innerhalb ein, zwei Stunden eigentlich erledigen. Ne? Auf alle Fälle. Hatte ich auch schon einige, die mich darüber befragt haben und da habe ich gesagt, du, bevor du dir jetzt ein Rennmotorrad zulegst oder dein Motorrad in tagelanger, wochenlanger, mühevoller Arbeit, was ja auch nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld kostet, umbaust, schau doch erstmal und reiß mit kleinem Gepäck los, ja, mach das Nötigste, was es bedarf, um erstmal überhaupt zu schauen und ins Rennstreckenleben reinzuschnuppern, ob es überhaupt was für dich ist. Richtig, ja. Es wäre ja schade drum, wenn man da jetzt einen Haufen Geld investiert und das ist ja auch schon immer die zweite Priorität, was natürlich viele bemängeln, ja, das ist so teuer, aber grundsätzlich, wenn man jetzt mit einem Straßenmotorrad kommt und da haben vernünftige Straßenreifen drauf, wie jetzt zum Beispiel Bridgestone S22 oder der RS10, RS11 von Bridgestone oder auch der Pirelli Super Corsa, das ist ja auf vielen Sportlern schon serienmäßig drauf. Vom Metzler, glaube ich, gibt es auch noch den Racetech, den K3 zum Beispiel. Ne? Wenn du mit so einem Reifen auf der Straße fährst, wir haben mit solchen Reifen auf der Rennstrecke schon Sachen gemacht, da kannst du als Einsteiger, hast du da Reserven, mehr als genug, also um das Thema Reifen braucht man sich im Einstieg, vor allem bei den ersten ein, zwei, drei Events vielleicht, relativ wenig Sorgen machen. Ne?
Absolut richtig. Da bin ich ganz bei dir mit deiner Aussage. Das sehe ich immer wieder und bin immer wieder aufs Neue erstaunt, wenn ich als Instruktor für die Moto Racing School unterwegs bin. Dort bekommen wir Motorräder von BMW gestellt. Die sind ausgerüstet mit Metzler Straßenreifen, Sportstraßenreifen. Und außerhalb unserer Instruktion fahren wir dann natürlich auch mal 1, 2, 3 Turns für uns selbst, so einfach zur Gaudi, die Instruktoren untereinander, gell? Und was mit diesen Straßenreifen heutzutage möglich ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Also da kannst du richtig, richtig, richtig schnell fahren. Die halten ewig lange und die bieten dir eine Performance, wo ich mir denke, boah, da hätte ich ja damals die ersten Jahre nichts anderes gebraucht. Ja, gell? Vor allem das Vorderrad, ne? Absolut. Ich meine, das Hinterrad ist relativ leicht, irgendwo an der Limit zu bringen, ja, auch am Slick. Aber das Vorderrad an der Limit zu bringen, was da ein Straßenreifen schon kann. Als ich jetzt in der letzten Zeit viel Straßenreifen gefahren bin mit der Ninja Academy in Almeria von Cava, da habe ich mir dann gedacht, so nach ein paar richtig schnellen Straßenreifenrunden, dachte ich mir, okay, was du bisher mit den Slicks am Vorderrad gemacht hast, war echt lächerlich. Genau, weil man denkt, das gibt's ja gar nicht. Man macht ja fast genau dasselbe auch mit dem Straßenreifen. Also ich meine natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise, aber du kannst tatsächlich auf der Bremse bis in den Scheitelpunkt reinfahren. Ja? Absolut. Und die Straßenreifen sind sowas von spurstabil. Hat mich sehr, sehr beeindruckt, gerade in den letzten 2 Jahren, wo ich, wie gesagt, vermehrt für die Moto Racing School fahre und dann auf Straßenreifen. Ich dachte mir auch am Anfang, oh, Oschersleben, über 30 Grad Lufttemperatur, dementsprechend eine extrem hohe Asphalttemperatur und wir fahren hier mit Straßenreifen, und habe mir erstmal so meine Gedanken gemacht, ja. Ja. Und wenn du dann erstmal siehst, was dieser Reifen überhaupt kann, unfassbar gut. Es ist ja so, dass ich glaube, das meiste Problem, was ein Einsteiger hat, und das habe ich erfahrungsgemäß mit meinen Schülern bei der Instruktion immer wieder gemerkt, ist das Vertrauen, das sie zum Straßenreifen einfach nicht haben. Also das Vertrauen ist nicht da. Und teilweise sind ein paar dabei, denen gibst du einen Slick und dann fahren die auch schneller. Das ist eine reine Kopfsache. Das heißt nicht, dass der Straßenreifen das dann nicht hätte gekonnt. Er hätte das genauso 1:1 übernommen. Nur die Kopfsache ist natürlich schon so ein Thema. Und da kommt aber so ein schwieriger Grad, wo man sagt, da habe ich eh schon ein umfassendes Video dazu gemacht, dass natürlich vor allem im Frühling oder Herbst, wenn du dann nicht so der schnelle Pilot bist, Einsteiger bist, dass der Slick, der aufgeheizte 90 Grad Slick bei 15 Grad Außentemperatur nach 4-5 Runden nur noch 50-60 Grad hat. Und dann ist halt der Slick auch tatsächlich ein Problem. Ne? Das sind halt, wie soll ich dir das sagen, Matthias? Das sind verschiedene Mythen, die halt überall rumgeistern und verschiedenste Ansichten, Halbwissen und schwierig, dieses Thema, weil als Rennstreckeneinsteiger siehst du natürlich, oh, die schnellen Jungs sind mit Slicks unterwegs. Ja. Das heißt, man denkt sich, ich brauche Slicks, weil dann bin ich ja genauso schnell. Genau. Es ist aber ein Trugschluss, weil diese Slicks, diese reinrassigen Rennreifen, die arbeiten in einem gewissen Temperaturfenster. Ja. Und nur da haben die ihre maximale Performance. Das heißt, ich empfehle immer, man sollte erst ab einem gewissen Grundspeed, ab einem gewissen Erfahrungslevel, sollte man erst auf einen Slick umsteigen, weil wenn man am Anfang, wo man mit Rennstreckenfahren gerade erst anfängt und sich ja natürlich noch ein bisschen unsicher ist und noch eine ganze Ecke langsamer ist und mit der ganzen Thematik erstmal anfängt, wenn man da zu schnell auf einen Slick umsteigt, dann bringt man den Reifen gar nicht in ein Temperaturfenster, wo er seine Performance bietet. Und dann ist ein Sturz oder ein Risikobereich, in dem man sich bewegt, viel, viel schneller da, als dass man erstmal mit einem sportlichen Straßenreifen oder mit einem Semi-Slick, mit einem profilierten Rennsportreifen anfängt. Ja? Ja. Dass man erstmal überhaupt sich ein bisschen Erfahrung anfährt und aneignet und dass man Step by Step seine Schritte macht, immer weiter levelt und dann irgendwann kann man auf den Slick umsteigen. Aber viele versuchen halt, wie gesagt, aus Halbwissen oder aus Irrglauben, das Pferd
versuchen, von der falschen Seite aufzusatteln. Exakt, und denken sich, ja, und denken sich, Mensch, ich brauche einen Slick, weil dann werde ich schnell. Genau. Ist aber falsch. Das sind viele Mythen, die da rumgeistern, und deswegen finde ich das gerade super, dass wir versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ich hätte mir damals gewünscht, dass du das jemand gesagt hättest. Ja, ja, weil das ging mir ja ganz genau so. Ich weiß das noch wie heute. Ich bin mein erstes Renntraining gefahren. Ich hatte Straßenreifen drauf. Ich sehe die schnellen Jungs mit den Slicks. Also auf dem Nachhauseweg. Nach was habe ich gegoogelt? Nach Slicks. Am besten noch gebrauchte, ne? Gebrauchte Slicks, die irgendein WM-Fahrer schon mal gefahren ist. Weil dann ziehe ich mir die drauf und bin sofort schnell. Ja. Und da kommt man zum nächsten absolut Gefahrthema, und da schreiben mich so viele an. Ich tue ganz, ganz, ganz laut dagegen schreien, wenn mich jemand bezüglich gebrauchten Slicks fragt. Finger weg von gebrauchten Slicks. Das ist ein Riesenthema. Ich möchte jetzt behaupten, dass wir uns das erlauben können, einmal einen guten gebrauchten Hinterreifen irgendwo von jemandem zu nehmen, wo man weiß, ja, der hat den gehabt, so der Schaller, wie heißt der mit Vornamen? Schaller Christian. Der hat mir zum Beispiel Schaller Christian, genau, der hat mir in Valencia seine zwei Räder gegeben, die haben 20 Runden von ihm drauf gehabt, die sind für mich für die Instruktion noch super, aber da weiß ich auch, wer die in der Hand gehabt hat. Aber irgendeinen Reifen von irgendjemand aus eBay kaufen, du weißt nicht, wie oft ist er aufgeheizt worden, wie viele Perioden hat er schon, wie alt ist er tatsächlich und so weiter, wie ist er gelagert worden, ist er beim Abmontieren eventuell kaputt gegangen, das ist vor allem bei den Bridgestone und Dunlop, die sind so hart, und wenn die von den Monteuren abmontiert werden, dann scheißen die da drauf nichts, die reißen die einfach runter, ja. Und da habe ich ganz viele Reifen schon gesehen, die dann innen leichte Risse gehabt haben durchs Abmontieren. Also ich empfehle grundsätzlich Finger weg von gebrauchten Slicks. Und da kann ein Einsteiger dann losgehen mit seiner Pelle, die er auf das Felge drauf hat, der Straßenpelle, die, wenn es eine passable ist. Und dann kann der da rausgehen und kann Spaß haben und ist sehr sicher auch unterwegs, braucht theoretisch keine Heizdecken, das ist das nächste Thema, und dann hält er auch die Kosten gering, die ja so groß sind, ne? Aber das, dann kann man sich das ein bisschen kompensieren, und bei unserer Ninja Academy, da sind wir die ZX-10, die sind reihenweise auf dem Seitenständer gestanden, und dann habe ich die hochgeklappt, bin aufgestiegen, bin gefahren, bin in die ersten eineinhalb Runden, ja, nicht langsam, aber jetzt nicht sonderlich schräg fahren. Etwas mit Bedacht gefahren. Ja. Auf der Geraden halt schon beschleunigen und bremsen, aber sobald Schräglage kam, halt Finger weg davon und Minimalschräglage. Und nach zwei Runden habe ich da voll andrücken können und die haben Temperatur gehabt. Also, na klar. Und na klar, dann kommt es weiter. Logischerweise hast du halt dann, wenn du ohne Heizdecken unterwegs bist, viele Temperaturperioden, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, was du dann natürlich mit einer Heizdecke kompensieren kannst, dass es immer gleich warm ist. Aber da muss man auch sagen, der Straßenreifen soll jetzt nicht unbedingt 90 Grad Temperaturaufheizung kriegen. Das ist nicht gut für den. Da würden auch 60 reichen. Dann könnte ich den ganzen Tag auf einem Level halten, mehr oder weniger. Und das geht halt dann mit so einstellbaren Heizdecken. Richtig, vor allem ist der Straßenreifen auch viel mehr dazu gemacht von der ganzen Technologie, von der Entwicklung her, dass er des Öfteren viel, viel öfter kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm werden kann. Ja, diese ganze Technologie ist ja gerade, wie der Name schon sagt, Straßenreifen auf die Straße abgezielt. Und auf der Straße fahren wir nur mal 50 Kilometer, dann trinken wir irgendwo einen Kaffee, dann fahren wir nochmal 100 Kilometer, dann fahren wir mal im Stadtverkehr, fahren wir Autobahn. Das heißt, der Reifen durchlebt verschiedenste Temperaturfenstern von ganz kalt bis ganz warm und das ständig im Wechsel. Und dann wird das Motorrad immer wieder in die Garage gestellt und immer wieder neu rausgeholt. Das heißt, so ein Reifen hat in seiner Lebensdauer von, keine Ahnung, ich sag mal roundabout, weiß ich nicht wie viel Kilometer, kommt ja auch immer drauf an, wer ihn fährt, aber der wird des Öfteren heiß und kalt, und das kann der Straßenreifen auch ab, wo man bei Slicks schon wieder ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil die natürlich eine ganz andere Technologie dahinter haben, die sind auf Rennsport abgetrimmt, und da versucht man ja wirklich im besten Fall morgens die Reifen aufzuheizen und die permanent über den Tag auf einem geheizten Level zu halten. Das heißt, Reifenwärmer drauf, wenn man dran ist mit Fahren, Reifenwärmer runterfahren, reinkommen und sofort wieder Reifenwärmer drauf, dass der Reifen im besten Falle nur einmal am Tag warm und nur einmal am Tag kalt wird. Ja? Genau, auch über Mittag laufen lassen. Und der beste Pro-Tipp überhaupt,
auch wenn ich am Ende des Tages fertig bin mit Fahren und der Reifen ist noch gut, Heizdecken drauf nach dem Reinkommen und ohne Anstecken abkühlen lassen. Genau richtig. Dass er schön langsam die Temperatur verliert, dauert teilweise echt lang, bis der kühl wird in der Heizdecke. Mhm, aber das schont den Reifen, dann bleiben die Weichmacher länger drin. Und das ist auch das Ausdampfen, was der Reifen hat, wenn man den mit heiß einfach stehen lässt, dann dampfen die Weichmacher aus. Und das siehst du dann, wenn die Reifen nach ein paar Tagen blau werden. Dann weißt wenn du die genau, blau werden, ganz genau. Dann weißt du genau, die Weichmacher sind rausgegangen, haben sich dann an der Oberfläche quasi angesammelt. Und ich sehe das bei meinen Reifen, ich tue die, auch wenn ich weiß, okay, der ist nicht mehr so gut, tue ich den trotzdem mit der Heizdecke abkühlen und die Reifen werden nie blau. Auch wenn der jetzt über den ganzen Winter steht, der Reifen wird nicht blau. Das passiert nicht. Und ich hab einen Reifen, mit dem ich in Misano zum Beispiel gestürzt bin und den habe ich natürlich nicht langsam abkühlen lassen, den Vorderreifen. Ne? Und der ist blau. Und der liegt in der Garage komplett blau eingefärbt. Also ja, es ist genau. Wirklich so, ja. Genau. Ja, das ist so. Und das sind halt einfach gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Ich sag mal, wenn du ein Auto fährst mit einem Turbo und hast da stark auf der Autobahn beansprucht, fährst von der Autobahn ab, dann machst du ja auch nicht das Auto sofort aus. Ja. Man soll Autos warm fahren und kalt fahren. Und beim Reifen ist es ähnlich. Ja? Bevor es losgeht ins Slick, muss er warm sein und bevor man aufhört, muss er dann langsam runtergekühlt werden. Exakt. Was würdest du jetzt am Motorrad alles, wenn wir jetzt vor die Reifen nach oben gehen, Serienmotorrad, Straßenmotorrad, Nummernschild drauf, was muss jetzt derjenige alles vorbereiten, dass er auf die Strecke fahren kann, ohne jetzt eine Rüge vom Veranstalter zu kriegen? Ganz kurz, was mir gerade noch einfällt, abschließend zu dem Reifenthema, wollte ich noch gern sagen, das schoss mir gerade in den Kopf, das ist ganz wichtig. Ich habe im Winter ja auch für Metzler einen Reifentest gefahren, da waren wir mehrere Tage auf den Rennstrecken und da habe ich vorher auch eine Umfrage geschaltet, was die Leute sich von dem Reifentest erwarten und danach natürlich auch dementsprechend ausführlich großen Bericht dazu geschrieben. Ja. Und ein ganz großes Thema im Bereich Reifen, wo oftmals auch Fehler passieren oder wo Halbwissen fungiert, viel Halbwissen rumkursiert, ist im Bereich Reifen Luftdruck. Mhm. Das wollte ich gerne, wo wir gerade beim Thema Reifen sind, noch final gerne, ja. Nochmal etwas drauf eingehen. Punkt 1, wenn wir beim Straßenreifen sind und, sag ich mal, als Rennstreckenanfänger, Rennstreckenbeginner, fängt man mit einem Straßenreifen auf der Rennstrecke an. Leute, ganz wichtig, achtet darauf, den Reifenluftdruck anzupassen. Absolut. Weil bei einem Straßenreifen auf der Straße, egal was das für Fabrikat ist oder Hersteller, wie und was und wo, welches Modell, ich sag mal, so ein gängiger Reifenluftdruck auf der Straße, so sind wir es gewöhnt, ist irgendwo im Bereich, man sagt immer, vorne 2,5 und hinten 2,9. Genau. Oder vorne 2,3 und hinten 2,7. Sowas war immer so. Ja, exakt. Für Sozius ausgelegt. Genau, ja. Mit Sozius fahren und das ist immer, wenn ich bei unserem Reifenhändler, bei unserem Motorradhändler war, egal was ich da für ein Fabrikat drauf hatte, es hieß immer, ja Mensch, wenn du auf der Straße fährst, machst vorne zwischen 2,3 und 2,5 und hinten zwischen 2,7 und 2,9 und damit fährst du mit einem Straßenreifen, auch wenn du sportlich fährst, eigentlich immer ganz gut. Ja, ja. Angaben sind jetzt mal ohne Gewähr. Ich sage bitte immer trotzdem informieren, aber das war so, wie mir es immer gesagt wurde. Ja? Und das hat auch immer super funktioniert. Aber wenn wir jetzt mit unserem Motorrad, mit diesem Straßenreifen als Rennstreckeneinsteiger auf die Rennstrecke gehen, dann ist es ganz, ganz wichtig, Leute, nicht vergessen, passt bitte euren Reifenluftdruck an die Rennstrecke an. Weil die Reifen werden deutlich, deutlich wärmer als auf der Landstraße. Und damit die nicht überhitzen und schmieren anfangen und ihr nicht auf einmal auf die Schnauze fliegt und wisst gar nicht, wieso, passt bitte euren Reifenluftdruck an. Und wenn ihr euch unsicher seid und weil ihr in verschiedenen Foren geschaut habt und jeder schreibt irgendwas anderes, ruft euren Reifenhändler des Vertrauens an und sagt ihm, was ihr für ein Fabrikat drauf habt, wo ihr auf der Rennstrecke seid und was er euch für einen Reifenluftdruck empfiehlt. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Da muss der Luftdruck abgesenkt werden, sonst fangen die sofort das Überhitzen und das Schmieren an, weil sie halt einfach ganz anders beansprucht werden. Ja? Da kommt natürlich drauf und dran, ist natürlich dann essentiell, mit einem sehr genauen Luftdruckprüfer zu arbeiten. Das ist, also der muss jetzt nicht irrsinnig teuer sein,
Aber meistens sind Tankstellen, Luftdruckprüfer da nicht die gute Wahl dazu. Und auch so, genau. so Werbegeschenke sind auch nicht so toll. Vielleicht ein paar Euros investieren. Ich habe zum Beispiel in meinen YouTube-Videos immer einen verlinkt. Der ist sehr, sehr genau aufs Hundertstel eigentlich. Mit dem arbeite ich, weil das schon ein Thema ist, weil halt, wenn der Luftdruckprüfer 3/10 Differenz anzeigt, dann sind 3/10 sind beim Motorradreifen ein Thema. Beim Autoreifen wäre das jetzt so, naja, ne? Beim Kann Motorrad, man vernachlässigen, ja, ja, aber genau. Im Motorradbereich ist es ein Thema, genau, absolut. Da geht es auf 0,5/10. Ja, absolut. Und ich habe wirklich, Matthias, in den ganzen Jahren Rennsport, in den ganzen Jahren Renntrainings schon ganz, ganz, ganz viel live miterlebt. Ja. Stürze, schlimme Stürze wegen falschem Reifenluftdruck. Ja, ja, das glaube ich, ja. Das ist eine Kleinigkeit, das ist eine Hausaufgabe, die man machen muss. Und da kommen wir jetzt gleich noch weiter. Ich wollte es zwar erst später ansprechen, aber jetzt haben wir das halt vorgeholt. Die Thematik Ausdehnung bei Temperatur ist natürlich entscheidend und viele wissen das, dass der Luftdruck immer warm gemessen werden muss. Das heißt aber nicht, und da kommt die nächste Gefahr, wenn es jetzt heißt, pass auf, der Reifen muss jetzt warm auf der Hinterachse, so ein typischer Straßensportreifen, da bewegen wir uns bei 1,7, 1,8 bis 1,9 sogar, ne, so ein Straßenreifen kann der schon hinten drin haben, da funktioniert genau, der richtig. In dem Fenster. Da hast du natürlich... Du sollst jetzt aber nicht hergehen und den Reifen auf 1,2 Bar hinten einstellen. Das wäre eher fatal, sondern da würde ich einfach die Empfehlung geben, auf der Hinterachse zum Beispiel so mit 1,6, 1,5, 1,6 losfahren und dann, wenn der Reifen Temperatur hat, nach 3-4 Runden einmal reinkommen und dann korrigieren auf diese 1,7, 1,8, sowas in dem Dreh. Dass der Reifen nicht zu wenig Startluftdruck hat, weil sonst walkt der zu stark. Die Thematik ist anders, wenn du jetzt mit Heizdecken unterwegs bist, weil du dann auf die Temperatur ja simulieren kannst. Trotz alledem ist es hundertprozentig entscheidend, der Luftdruck, mit dem man draußen rumfährt, das ist nicht oder meistens nicht der, den man auf der Heizdecke einstellt. Genau. Weil vor allem auf der Vorderachse, wenn es nicht so heiß draußen ist und die Heizdecke jetzt auf 80 Grad macht meinetwegen und du stellst ihn dann auf 2,4 Bar Luftdruck ein und dann fährst du da draußen rum und dann wirst du wahrscheinlich reinkommen mit 2,25. Und dann ist es entscheidend, du musst den Luftdruck so einstellen, dass du den perfekten Luftdruck hast, wenn du draußen rumfährst. Ja klar, du musst halt in einer schnellen Runde reinkommen, nicht lange irgendwas anders machen, sondern einfach Moped hinstellen und sofort Luftdruck messen. Vor allem das Vorderrad ist halt extrem empfindlich, weil das Volumen vom Reifen so wenig ist. Genau richtig. Und dieses Thema habe ich bei meinem Reifentest, wo ich dann final den Bericht dazu geschrieben habe, auch nochmal aufgerollt, weil das ist auch eine ganz, ganz große Fehlerquelle. Ich sage jetzt nochmal zusammengefasst für euch, wenn ihr mit einem Straßenreifen auf der Rennstrecke fahrt, weil ihr gerade erst mit Rennstreckentrainings beginnt, wie es der Matthias eben schon gesagt hat, da könnt ihr auch ohne Heizdecken fahren, ist erstens mal eine Kosteneinsparung und zweitens brauchen die Straßenreifen gar nicht unbedingt am Anfang diese Heizdecken. Da machen sich viele verrückt. Ja. Die ersten zwei Runden etwas langsam tun. Der Straßenreifen, der baut sehr, sehr schnell an Temperatur auf und dann kann man nach zwei Runden dann schon anständig angasen. Wie der Matthias sagt, wenn ihr, nur mal als Beispiel, wenn ihr einen Luftdruck haben möchtet während dem Fahrbetrieb auf der Rennstrecke mit eurem Straßenreifen, mit eurem Sportreifen, von hinten 1,9 und vorne, was macht man, Matthias? 2,4, 2,5. Im Heißen. Dann würde ich, wenn ihr ohne Reifenwärmer losfahrt, immer so 3-4 Zehntel weniger losfahren, gell? Ist das richtig? Ja, sowas in dem Dreh. Das ist eine Hausnummer, ja. Da liegt man auf jeden Fall nicht falsch. Genau, dass man sagt, weiß ich nicht, auf der Hinterachse 3-4 Zehntel, auf der Vorderachse 2-3 Zehntel. Ist ein bisschen abhängig von der Luftfeuchtigkeit in dem Reifen drin, weil desto feuchter die Luft, die im Reifen ist, umso höher die Ausdehnung. Umso stärker bläht der Reifen. Genau. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welchen Speed fährt der Fahrer auf der Rennstrecke und wie ist die Asphalttemperatur, wie ist die Lufttemperatur, keine Frage. Nur ich wollte das jetzt darstellen, damit es nicht für Verwirrung sorgt. Wir wollten euch damit auf den Weg geben,
dass der Reifen natürlich an Temperatur dazu gewinnt während der Fahrt, weil ihr ja ohne Reifen, wenn man losfahrt, mal als Beispiel, ja, und somit steigt natürlich auch der Luftdruck im Reifen an. Genau. Anders ist es natürlich, wenn man mit einem Slick auf der Rennstrecke fährt oder mit einem profilierten Rennreifen und benutzt Heizdecken. Wenn man Heizdecken nutzt, dann hat man, die Heizdecken hat man in der Regel eine Stunde bis 90 Minuten drauf. Mittlerweile gibt es so moderne Reifenwärmer, die kann man mit einer Digitalanzeige einstellen. Ich sag mal angenommen, wir haben jetzt Reifenwärmer, die 90 Grad heizen und haben die 60 bis 90 Minuten drauf. Da ist man natürlich dann, wenn man rausfährt, schon deutlich näher mit dem Luftdruck an diesem Luftdruck dran, den wir dann auch draußen während der Fahrt haben. Aber selbst da, Leute, achtet ganz penibel drauf. Macht euch am besten von Anfang an immer eine Notiz. Was haben wir für eine Asphalttemperatur? Was haben wir für eine Lufttemperatur? Mit wie viel Luftdruck bin ich rausgefahren? War der Luftdruck beim Rausfahren kalt oder warm? Also hatten wir 90 Minuten Heizdecken drauf oder sind wir ohne Heizdecken losgefahren, ja. Und dann, wenn ihr nach 3-4 zügigen Runden sicher gehen wollt, ob ihr jetzt auch während der Fahrt den richtigen Luftdruck drin habt, dann fahrt zügig in die Box rein, sofort den Luftdruckprüfer vorne und hinten ans Hinterrad, zack, zack, angepasst, nachgeprüft und dann kann man weiterfahren und kann sich sicher sein, es passt alles. Genau. Und da, wie du sagst, Temperatur messen, Außentemperatur, Drecktemperatur, da gibt es auf Amazon für 15 Euro so Lasertemperaturmessgeräte, die sind für sowas absolut ausreichend. Die werden wahrscheinlich nicht auf 2-3 Grad genau sein. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil du brauchst die Hausnummer, die Idee einfach, was habe ich jetzt ungefähr. Und dann siehst, wenn ich mehr habe, wie verhält es sich, wenn ich weniger habe, wie verhält es sich. Das ist so, dass du einfach eine Idee, eine Hausnummer hast. Das ist entscheidend. Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Wenn ich jetzt ein Rennwochenende hatte, ja, und wir haben fürs Qualifying frische Reifen draufgezogen. Ja. Dann waren die Reifen, die frischen Reifen, 90 Minuten lang auf einem 90 Grad heißen Luftdruck, auf einem 90 Grad heißen Reifenwärmer. Ja. Und dann ging das Quali los und dann bin ich 2 Runden richtig knackig gefahren, kam dann nochmal in die Box. Wir haben final den Luftdruck angepasst und dann wusstest du, okay, die Reifen sind angerollt, es kann losgehen, verstehst du? Ja, genau. Und ich bin mit dem richtigen Luftdruck unterwegs. Ja. Und das ist, obwohl wir 90 Minuten lang mit 90 Grad heißen Reifenwärmern vorgeheizt haben und haben dann, sage ich mal, wir wollten dann einen heißen Luftdruck haben von vorne 2,3 und hinten 1,6. Ja? Mhm. Dann weißt du, okay, du machst vorne 2,3, lässt du drauf bei, keine Ahnung, normaler Temperatur rund um die 20 Grad, weil der Vorderreifen, der bläht sehr wenig. Ja. Und hinten sind wir dann mit 1,45 oder 1,5 losgefahren, weil wir wussten, okay, er bläht der sich Reifen noch mal eine Ecke wärmer, es bläht sich noch mal eine Ecke auf, ja. Und das hat auch in den meisten Fällen gepasst. Aber wenn du dann mal, wie zum Beispiel am Hungaroring, eine Hitzeschlacht hattest mit 60 Grad Asphalttemperatur, da musst du natürlich eine deutliche Ecke tiefer losfahren. Oder am Nürburgring, Wetterkapriolen mit nur 4-5 Grad Asphalttemperatur, da musst du dann natürlich eine Ecke höher liegen, weil der Reifen gegebenenfalls auch an Luftdruck verlieren kann. Deswegen sage ich, das ist ein heikles Thema mit diesem heiß gemessen, kalt gemessen, während der Fahrt, vor der Fahrt. Leute, bitte Luftdruck schenkt diesem Thema Aufmerksamkeit, weil dadurch könnt ihr schwierige Stürze mit Hausaufgabe verhindern. Mit Hausaufgaben, wenn ihr sie macht, verhindern. Überprüft euch bitte beim Reifenhändler eures Vertrauens, was möchte ich fahren, welchen Rennstreckeneinsatz habe ich vor mir, was für einen Reifen habe ich auf meinem Motorrad, welche Empfehlungen haben wir für diesen Reifen auf der Rennstrecke und sollte dieser Luftdruck heiß oder kalt sein und, ja. Genau. Da habe ich schon ganz viel mitgekriegt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Okay, super. Dann gehen wir weiter zu
zu der Vorbereitung am Motorrad, wenn jetzt jemand ein Einsteiger, ein Straßenmotorrad, Supersportler, BMW, Yamaha, Kawa, völlig egal. Ein paar Kleinigkeiten, die die Veranstalter wollen. Da geht es hauptsächlich auch nur um Sicherheit, um Ablenkungsthemen. Natürlich müssen die Spiegel runter. Einfach aus dem Grund, dass du zum einen nicht siehst, was hinter dir ist. Das ist natürlich ein Riesenthema, weil ein Straßenfahrer will ja sehen, was hinter einem ist, verständlicherweise. Ein Rennstreckenfahrer, ein langsamer Rennstreckenfahrer oder ein langsamerer aus der Hintermann vielleicht, wäre mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit extrem beunruhigt, wenn er wissen würde, dass gerade hinter ihm einer angeflogen kommt. Deswegen ist es wichtig, Spiegel runter. Und zum anderen auch noch im Falle eines Sturzes, im Falle eines Crashes, dass kein Glas bricht und auf der Strecke liegen bleibt. Das ist zum einen, warum das die Spiegel runter sollen und die Scheinwerfer abgeklebt werden sollen. Das vollkommen geht richtig, Matthias. Mit reinem Panzertape möglich oder auch du hast, glaube ich, auf der BMW, was hast du da drauf gehabt, so weiße Folie, oder? Genau, wir hatten Folie drauf und auch, ich habe ja eigene Renntrainings, die ich auch veranstalte mit meinem Kumpel Laurenz. Mhm. Und da sagen wir zu unseren Teilnehmern, da haben wir auch einige Einsteiger dabei, da sagen wir immer, Leute, ihr braucht kein Hightech-Rennmotorrad mit Carbonverkleidung oder sonst was. Ihr könnt auch gerne mit einem herkömmlichen Landstraßenmotorrad, mit einem ganz normalen Straßenmotorrad bei uns mitfahren. Aber es muss natürlich in gewisser Art und Weise präpariert sein. Das heißt, wie du schon gesagt hast, Spiegel auf jeden Fall abmontieren, weil vorne spielt die Musik. Der von hinten kommt und ich überholen möchte, der hat die Verantwortung für sich selbst und für dich. Der Schnellere ist immer der Verantwortungsvolle. Genau, und deswegen vorne spielt die Musik, weil es läuft so schnell die Gefahr, wenn du noch Spiegel dran hast und dann schaust du in den Spiegel und dann siehst du einen von hinten mit überhöhter Geschwindigkeit ankommen und dann weißt du nicht, oh, wie verhalte ich mich jetzt, mache ich dem Platz, mache ich dem keinen Platz und dann will er dich links überholen und du ziehst am Ende noch nach links und dann kommt es zu einem Crash. Das ist total Quatsch. Deswegen, Leute, Spiegel abmontieren auf der Rennstrecke, die Musik spielt vorne und wer euch von hinten überholen möchte, der sucht sich seinen Weg. Egal wie schnell oder wie langsam ihr seid, ihr bleibt immer auf eurer Ideallinie, sodass der von hinten ankommende Fahrer euch zu jeder Zeit einschätzen kann. Egal wie schlecht die Ideallinie ist, muss man dazu sagen, weil da können jetzt viele sagen, ja, ich bin ja, meine Linie ist ja vielleicht scheiße. Völlig egal. Egal wie schlecht sie ist, der Hintermann, der schneller ist, hat die Verantwortung, das zu erkennen. Wenn ich auf einen langsamen aufkomme und der fährt eine schlechte Linie, dann soll er diese schlechte Linie in Anführungszeichen quasi weiterfahren. Ja? Weil dann nur dann kann der Schnellere ihn einschätzen. Wenn der Langsamere dann anfängt und dann fangen sie an zum Schlangenlinienfahren, dann kennt sich der Schnelle hinten nicht mehr aus und wo kann ich jetzt? Jetzt macht er das. Sondern einfach sagen, okay, meine Linie, wie schlecht auch immer sie ist, darauf bleiben. Vor allem der von hinten kommende, der hat ja 3-4 Kurven Zeit gehabt, den Vordermann zu studieren, einzuschätzen und wird sich dann seinen Weg bahnen. Ja? Deswegen ganz wichtig, Spiegel ab, nach vorne orientieren und einfach seinen Stiefel fahren. Und im besten Falle, das sage ich auch immer wieder, wo du gerade gesagt hast, egal wie die Ideallinie ist, egal wie gut oder schlecht, im besten Falle als Rennstreckeneinsteiger die ersten Renntrainings immer nur mit Instruktor fahren, absolut, der euch wirklich die Ideallinie beibringt, der euch die Blickführung beibringt, der euch die richtige Fahrtechnik, Körperhaltung, Linie. Ohne, dass wir jetzt was verkaufen wollen. Ja, nee, das hat jetzt ja gar nicht. Naja. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich habe damals auch angefangen mit Rennstreckentrainings und für mich war es ganz klar, dass ich meine ersten Trainings, die ich fahre, natürlich mit einem Instruktor fahre, weil ich komme von der Landstraße, wo ich meine Straßenhälfte Platz habe und auf einmal bin ich auf der Rennstrecke und habe 10, 12, 15 Meter Platz und kein Gegenverkehr soll die Strecke ausnutzen. Ich bin ja total überfordert. Ich weiß gar nicht, wie, was, wo da auf mich zukommt. Ja. Deswegen ganz wichtig, keinen falschen Ehrgeiz, nehmt euch einen Instruktor, der bringt euch die Linienführung bei, die Blickführung, die ganze Fahrtechnik und ja, so kann man Step by Step aufbauen mit bestmöglichster Betreuung und mit dem nötigen Maß an Sicherheit. Zurück zum Thema Spiegel abschrauben, ganz wichtig. Und falls die Lichter und die Blinker beim Rennstreckeneinsatz
dranbleiben, dann bitte abkleben, dass, wie der Matthias eben schon erwähnt hat, im Falle eines Falles nicht die Splitter auf der Strecke rumfliegen. Genau, da geht es ja auch weiter mit an der hinteren Seite die Blinker vorne, hinten, eventuell mit abkleben, wenn man es nicht abmontieren kann, Kennzeichenhalterung, wenn es geht, abmontieren. Ist natürlich dann teilweise immer schwierig, weil die Kabel dann eventuell abgeschnitten werden müssen oder so. Also im Notfall dann Kennzeichen halt einfach abkleben, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das, genau. Aber das ist eigentlich ausschlaggebend. Und dann sind halt ein paar so Sachen wie, ich muss halt einmal einen Check machen am Bike, wenn ich mich selber auskenne, kann ich selber machen, kann einmal in die Bremsbeläge reinschauen, ist da noch viel genug Fleisch drauf, weil Bremsbeläge brauche ich definitiv mehr auf der Strecke als auf der Straße, auch ein Einsteiger. Richtig. Ein Service kann ich mal machen lassen, ist alles trocken, ist da nichts irgendwie, es sifft da nichts irgendwie unten in Bug drin, dass da irgendwas ölig ist oder so. Du wirst auf der Rennstrecke auch, der Einsteiger wird das Motorrad in einen Bereich bringen, Drehzahl, leistungstechnisch, hitzetechnisch, dass es, wo es auf der Landstraße in der Regel nicht hinkommt, und da macht sich dann sowas extrem bemerkbar, wenn jetzt irgendwas ein bisschen suppt. Und auf der Straße geht es wahrscheinlich 2 Jahre lang gut, aber auf der Rennstrecke mit viel Schräglagen, mit viel Drehzahl und der hohen Temperatur, die dann doch entsteht, kann das eventuell ein Problem sein. Einfach das Motorrad muss einfach in einem passablen, vernünftigen Zustand sein. Bremsen müssen funktionieren, es darf keine Lampe irgendwie leuchten, am besten Fall keine Motorsteuerung, es soll kein Öl irgendwo sein, keine Flüssigkeiten. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg, und dann kann ich von der Straße auf die Piste gehen mit dem Straßenbike mit Seitenständer. Natürlich, wenn jetzt derjenige kommt und sagt, naja, ich möchte jetzt schon, ich habe ein zweites Motorrad mir besorgt, weil das ist was, was mir definitiv gefällt, oder ich habe schon mal mit dem Straßenmotorrad so einen Einstiegstest gemacht, jetzt gehe ich auf die Rennstrecke mit dem Rennstreckenmotorrad, dann geht es natürlich ein bisschen komplexer, jetzt müssen wir ein bisschen in die Richtung schwenken, weil da sind auch viele dabei, die schon ein bisschen vorbereitet sind. Ja. Und die fragen natürlich auch, was müssen wir denn da alles mitnehmen? Was für Ständer sind denn gut? Was für Heizdecken soll man denn nehmen? Und da möchten wir euch einfach ein bisschen so an die Hand annehmen. Ich persönlich bevorzuge auch den Ständer für vorne, der an die Gabelbrücke eingehängt wird. Einfach aus dem Grund, dass du kannst einfach besser hantieren, du kannst besser, ich meine, der andere geht auch, wo du unten auf die Gabel reingehst, aber ich empfehle, wenn ich mich schon ausrüste, den Ständer für die Gabelbrücke zu kaufen, weil man da erstens einmal die Gabel entlastet, zweitens einschlagen kann nach links und rechts, wenn man mal was wechseln muss, Bremsbeläge etc., ist das einfacher. Heizdecken, es kommt jetzt darauf an, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese, da gibt es so günstige auch von Konstanz oder wie die heißen, die sind für einen Hobbyfahrer, sind die gar nicht so schlecht, weil die kosten nicht viel und halten für den seinen Einsatzzweck wahrscheinlich vieles aus. Bei mir sind die leider kaputt gegangen, hat aber einen anderen Hintergrund, weil ich natürlich extrem viel die Dinger gebraucht habe. Ja, für mich ist es ja quasi eine Dienstleistung, ein Werkzeug, ja, für einen Handwerker. Und da muss man dann schon ein bisschen investieren in so Capits oder KLS. Gut, das wäre natürlich schon ein bisschen übertrieben, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede, weil die ganzen günstigen, das sind ja lauter Drahtheizer, ne? Die haben da so spiraldrahtförmige Heizdrähte drin in der Matte. Ne? Ja, richtig. Und dann gibt es ja die Profi, ich weiß nicht, habt ihr in der IDM gehabt, die diese von KLS zum Beispiel, die so Carbonmatten beschichtet waren, die so ohne Drahtheizer waren? Ich sag immer, Achtung, Schleichwerbung. ich vertraue da voll auf die Reifenwärmer von HSR. Aha. HSR ist... zum einen ist die Familie eine sehr gut befreundete Familie von mir. Mhm. Das ist die Family rund um den Peter Obel. Und der Peter ist selbst seit Jahrzehnten im Rennsport integriert, fährt selbst Motorrad. Sein Junior, der Basti, ist mein Sprössling in meiner Academy. Also das ist alles handmade, alles wirklich aus Liebe zum Rennsport. Und die produzieren selbst made in Germany. Eigene Reifenwärmer sind ganz, ganz nah am Mann, entwickeln ständig weiter. Und da gibt es verschiedenste Modelle vom Einsteiger bis zum absoluten Profimodell mit Digitalthermometer und verstellbar bis über 100 Grad. Was kosten die so in dem Dreh? Das zu einem attraktiven Preis, wollte ich gerade sagen. Das geht von bis, ja, fängt irgendwo bei 200 Euro an, geht hoch bis, weiß ich nicht, 400, 500 Euro sowas. Ja, es kommt drauf an, welches Modell du natürlich haben möchtest. Aber wenn du dich da
das ganz normale, an das ganz normale Basic-Modell wendest, bist du so roundabout, ich müsste jetzt lügen, aber so roundabout bei 250 ja. Euro. Da geht's auch los, ja. Eine super Technik, ein super Reifenwärmer, und wenn da mal irgendwas mit sein sollte oder kaputt geht oder der Stecker nicht funktioniert oder, dann bist du wirklich nur einen Anruf oder eine E-Mail von dem Support weit entfernt und du bekommst sofort weitergeholfen. Sehr schön. Und dafür mache ich gern Werbung, weil ich super finde und weil ich sage, unterstütze deutsche Firmen, deutsche Unternehmen. Absolut. Und das ist eine Familie, die das aus Herzblut und Leidenschaft machen. Ja, super. Daumen hoch. Wo wir natürlich gerade wieder beim Unterstützen sind, wir haben natürlich auch wieder unseren Spendenlink unten in der Beschreibung. Wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr davon haben wollt, unterstützt uns ein bisschen mit 1-2 Euro. Da freuen wir uns riesig, dass wir nicht so ganz umsonst arbeiten müssen. Und die Heizdeckenhersteller arbeiten natürlich auch nicht umsonst. Wäre eine tolle Sache. So, jetzt geht es natürlich weiter. Werkzeug. Ne? Werkzeug genau. Ist eins der wichtigsten Dinge. Allerdings ja. Ist es natürlich die Frage, wo fängst du an und wo hörst du wieder auf? Es gibt ja so, also ich habe ja die lustigsten Schüler erlebt, die lustigsten Leute auf der Rennstrecke, da gibt es welche, die sind total minimalistisch mit auch so kleinen Körbchen oder Metzgerkisterl, diese roten Dinger da, die kennst du bestimmt auch, ne? Bis hin zu Leuten, die wirklich den ganzen Sprinter mit Werkzeug voll haben. Und jetzt ist natürlich, jetzt müssen wir eine Empfehlung darüber geben, was man machen soll. Und ich kann nur von mir sprechen und ich versuche, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Weil ich bin ja grundsätzlich auf der Rennstrecke, um Motorrad zu fahren und nicht zu schrauben. Und ich denke, genau. Wenn größere Dinge kaputt gehen, dann kannst du sowieso, also dann würde ich einpacken, weil ich fange da nicht an, ein Getriebe auszubauen. Es gibt Leute, die können das, aber die hören jetzt auch nicht zu, weil die wissen, was sie mitnehmen. Genau, ich sag da einfach, wie du schon sagst, gesundes Mittelmaß, eine gut sortierte Werkzeugkiste. Ich sag mal, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt, aber eine gut sortierte Werkzeugkiste, wo von allem ein bisschen was drin ist. Ja, ein kleines Ratschensortiment, ein paar Schraubenzieher, vielleicht immer ein Kettennietwerkzeug, Imbus. Ja, ein paar verschiedene Imbus-Sätze. Dann sollte dein Reifenluftdruckprüfer drin sein, mal eine Luftpumpe. Luftpumpe ist wichtig. Eine Fahrradluftpumpe, die kostet 10 Euro. Da haben mich schon so viele ausgelacht über meine Fahrradluftpumpe. Die hat aber einen riesen Vorteil. Du glaubst gar nicht, wie oft, dass ich die in der Box verleihe. Da lachen sie immer alle, aber die funktioniert immer. Völlig egal, wo wir sind. Du brauchst keinen Kompressor mitschleifen, nimmst deine Fahrradluftpumpe, wenn du mal ein paar Zehntelchen auf den Reifen draufpumpen musst, weil du aus Versehen zu viel abgelassen hast oder weil ein bisschen was fehlt, dann bist du immer schnell am Mann und hast die Pumpe schnell zur Hand. Ja. Exakt, und die kostet gar nichts im Verhältnis. Und vor allem, jetzt kommt der nächste Faktor, Gewicht. Gewicht ist ein Thema. Wenn du auf die Rennstrecke fährst, ist Gewicht ein Thema. Je nachdem, manche fahren mit einem kleinen T5-Bus oder mit so einem Vito oder irgend sowas der Richtung. Da ist Platz und Gewicht sowieso ein Thema. Die anderen haben einen Hänger, da ist Gewicht auch ein Thema. Von dem her, und es geht auch um den Faktor Zeit und Aufwand. Weil ich möchte ja, also ich empfehle es zumindest nicht, wenn ich jetzt 6 Rennstreckentermine im Jahr habe, dass ich bei einem Termin mit 3 Tagen 5 Tage Aufwand habe, sondern versuche ich, dass ich alles schon so vorbereitet habe, so minimalistisch und so wichtig wie möglich die Sachen aber beieinander habe und es einfach nur ins Auto stelle, Bike rein, los geht's. Und nicht Richtig. Erst einen Tag lang aussuchen muss, was brauche ich, was ist wichtig. Deswegen habe ich mir selber, ich habe mir da so einen kleinen Trolley gekauft von Stanley, glaube ich, ist der, den ich so hinter mir herziehen kann. Da ist immer alles drin. Da habe ich einmal ein bisschen Geld ausgegeben, quasi alles doppelt gekauft, mehr oder weniger. Nicht doppelt, aber alles, was ich schon hatte, nochmal gekauft, extra für die Rennstrecke. Und eben, wie du sagst, so dieses typische Ratschen-Ding, Imbus etc., Panzertape, Kabelbinder. Das ist das Rennstrecken-Repair-Kit, Repair-Tool Number One. Kabelbinder und Panzertape. Ja. Matthias, und dann ist das auch drinnen. Das ist schon geholfen. Ja, logisch, das ist wichtig. Und dann ist es auch drin, da habe ich einen Schub, da ist nur Putzzeug drin, da ist halt ein Glasreiniger drin oder ein Visierreiniger, ein paar Mikrofasertücher, Bremsenreiniger. Ja. Genau, und das ist, wie du sagst, ich sage da auch, für den Hobby-Racer an Equipment so
viel wie nötig, so wenig wie möglich. Genau. Das Motorrad sollte in dem Moment, wo es ins Fahrzeug verladen wird und wir fahren zur Rennstrecke los, schon bestens präpariert und vorbereitet sein, sodass man vor Ort gar nicht noch großartig anfangen muss. Ja? Und dann für den Fall der Fälle eine gut sortierte Werkzeugkiste, einen anständigen Satz Reifenwärmer, einen anständigen Satz Ständer, wo das Motorrad aufgebockt wird. Ja? Ganz wichtig, das wird auch gern mal vergessen, meine Kabeltrommel, einen Adapter. Adapter, Camping-Adapter. Camping-Adapter. Camping-Adapter, genau, mal so ein Mehrfachstecker mit ein und aus. Knieschleifer, ganz wichtig. Ja, Zusatz, ja. Aber der Einsteiger braucht es vielleicht noch gar nicht so. Nee, aber ich sag mal, viele Rennstreckeneinsteiger schleifen ja auch trotzdem schon hier irgendwo mit dem Knie und oder Hobby-Racer, ja. Und wie oft habe ich das schon erlebt, dass die Leute auf der Rennstrecke sind, schleifen sich die Kombi kaputt und haben keinen Zusatz Knieschleifer dabei, ja. Und wenn dann kein Renndienst gerade vor Ort ist, dann musst du durchs Fahrerlager laufen und musst nach Knieschleifern betteln. Und das genau. Kann man sich sparen, indem man sich einfach mal einen zweiten Satz Knieschleifer mit einpackt, ja. Absolut. Es gibt natürlich auch diese ganzen Hilfsmittelchen, wie zum Beispiel jetzt von, mache ich eh noch ein Video rüber, über den Ständer von Rieger Rennsport. Der hat so einen Paddock-Ständer, wo du hinten den Kombi aufhängen kannst, wo du Reifen ranstecken kannst, wo du einen Helm draufstecken kannst mit einem Lüfter drin. Super Idee, ne? Qualitativ auch extrem hochwertig. Geil, auf alle Fälle. Genau, ist jetzt aber nichts, was man jetzt unbedingt braucht. Das ist ein Luxusartikel, ganz klar. Aber wir reden jetzt wirklich, wollte ich jetzt nur mal so am Rande gesagt haben, wir reden jetzt von den Dingen, die man wirklich braucht. Und ich bin ja auch einer, ich bin extrem minimalistisch. Du glaubst gar nicht, was zu mir Leute kommen und sagen, du, ausgerechnet du, hast nur hier zwei so Kistchen dabei. Sag ich bin hier zum Motorradfahren und nicht mich hier in der Box einzurichten. Ja? Ich lebe hier nicht, ich will hier auch nicht leben. Ja, klar. Und ich habe auch keinen Bock, das immer herzurichten. Ich will das einmal herrichten und dann will ich das ins Auto reinstellen und losfahren. Fertig. Ja. Losfahren. Ja. Genau so. Wo du gerade den Rieger Paddock ansprichst, Josh Rieger, auch ein jahrelanger guter Freund von mir aus dem Rennsport. Wir haben schon viele coole Wochenenden zusammen verbracht und auch das muss supported werden. Der Josh, gell, hat sein Hauptberuf und aus Leidenschaft zum Rennsport hat er sich nebenbei noch sein Business aufgebaut mit den Rieger Paddock-Ständern und das Ganze hat sich so toll entwickelt und er baut sich so mühevoll auf und es ist ein absolut geiles Produkt. In dem Fall schaut gern mal da vorbei, weil gerade für die Hobby-Racer, die jetzt nicht wie ein IDM-Team einen LKW dabei haben und verschiedene Flight-Cases und Equipment, du hast da so ein Ständerchen, das ist in der Tasche verpackt, das baust du dir auf, bumm, da kommt der Helm dran, da kommt die Lederkombi dran, zack, 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 bisschen Putzzeug und dann hast du mit einer kleinsten Aufstellfläche eine gut sortierte Box und alles am Mann. Also Daumen hoch mache ich für sowas gern unbezahlte Werbung. Nee, ist super. Das Ding ist super. Es ist preismäßig ein bisschen es ist aber sehr hochwertig. Von dem her ist der Preis absolut gerechtfertigt. Es ist nur für einen Einsteiger wahrscheinlich jetzt ein Gadget, was er sagt, das muss jetzt auch nicht sein. Fällt mir noch eine viel wichtigere Investition ein, die sogar billiger ist als der Paddock-Ständer. Und das ist was man auch mit jedem Serienstraßen-Supersport-Motorrad machen sollte. Und das habe ich mit jeder Serien-Yamaha R1, die ich bisher neu aus der Schachtel bekommen habe. Und ich habe bei jedem Motorrad das Fahrwerk einstellen lassen. Und in der Regel habe ich sie vorne weicher machen lassen müssen und hinten härter machen müssen, weil die Balance eigentlich nicht so passt. Ich weiß nicht, warum die auf der Straße so rumfahren oder wie das funktioniert. Keine Ahnung. Aber bei jeder Serien-R1 aus der Schachtel war die vorne zu hart, hinten zu weich. Und das ist, da würde ich eher zu jemandem gehen und da irgendwie 100, 150 Euro für ein bisschen am Setup rumdrehen. Da ist man bedient damit, der braucht keine andere Feder reinstecken, der braucht nicht irgendwie die Shims umlegen oder irgend so einen Schmarrn. Der braucht einfach nur Federvorspannung und die Dämpfung ein bisschen auf dich abstimmen, auf die Rennstrecke abstimmen und das ist in der Regel sogar softer als auf der Straße und da ist ein Trugschluss, da gibt es ein anderes Thema, habe ich eh schon zwei Videos dazu gemacht. Aber das ist eine Investition wert, bevor ich jetzt hergehe und wenn ich jetzt mit einem Straßenreifen auf die Rennstrecke gehe und bevor ich da Slicks rauf tue und Heizdecken und Ständer und das erste Mal Rennstrecke, da sind die 100 Euro an ein bisschen am Fahrwerksetup von jemandem, der sich auskennt, extrem gut investiert, weil ein sicheres Motorrad ist abhängig von der Fahrwerkseinstellung und natürlich auch von den anderen Dichtigkeiten,
Flüssigkeiten etc. Aber Fahrwerk ist immer vernachlässigt, extrem vernachlässigt. Da habe ich ein umfassendes Video dazu gemacht. Hast du absolut recht. Das ist so. Das ist so und super Einwand. Einfach mal, bevor es losgeht, wenn man das Motorrad hat man ja dann meist beim Händler des Vertrauens und sagt, Mensch, du, ich will nochmal auf die Rennstrecke, mach bitte nochmal einen Ölwechsel, mach ein paar neue Bremsbeläge rein, zieh nochmal eine neue Bremsflüssigkeit durch, überprüf mal hinten das Kettenspiel, schau mal, ob alles dicht ist, sicher mir die Öleinfüll- und Auslassschraube, ja, mit einem Sicherheitsdraht, damit nichts passieren kann. Und wenn man das ganze Motorrad schon durchchecken lässt und lässt sich auch noch einen Satz neue Reifen draufziehen, so dass man wirklich auf die Rennstrecke kann und ist fix und fertig vorbereitet und auch noch sicher, dann kann man auch sagen, du, pass auf, lass uns doch gerade mal das Fahrwerk schön im Setup eine Grundeinstellung für die Rennstrecke drauf machen, Negativfederweg anpassen, die Dämpfung ein bisschen mit anpassen und dann ist man bestens beraten und vorbereitet. Und das vergessen viele, da hast du absolut recht. Was auch noch so ein wichtiger Fall ist und das auch bei vielen Veranstaltern, lassen sie dich ohne gar nicht fahren und ich finde es auch viel richtig. Und das ist zum Beispiel, was die eigene Sicherheit anbelangt, natürlich zu dem Lederkombi, am besten einteiliger Lederkombi, dementsprechend ein Rückenprotektor extra, also nicht diese komischen Schaumstoffdinger, die da in dem Rückending hinten drin sind, weil das ist eigentlich nichts wert, sondern wirklich einen richtigen Panzer. Also wenn du keinen Airbag hast, vor allem, sehr wichtig, diese gibt es von Dainese, gibt es die sind richtig so zum Überschnallen, so ein Turtle quasi, ne? wie so eine Schildkröte. Extrem wichtig, beim Speer lassen sie dich ohne diesen Ding gar nicht raus. Und sie haben auch recht. Und an sowas denken Straßenfahrer nicht, weil der Straßenfahrer das nie benutzt hat, das Dingens. Ne? Und von dem her ist es, da hat es schon viele gegeben, die dann beim Speer in Hockenheim oder sonst was waren, haben die E-Mails nicht perfekt gelesen, da wo das eigentlich drinsteht. Und dann standen die da und konnten nicht fahren und mussten dann auch im Fahrerlager, hat jemand einen zweiten oder so. Ne? Mit viel Glück geht's dann, aber wenn man es vorher schon weiß, das ist eine wichtige Investition für jemanden, der noch nie auf der Rennstrecke war. Ein anständiger Rückenprotektor, genau so. Weil Leute, denkt immer dran, es geht um die eigene Sicherheit. Ich habe so viele Sachen auch in diesem Bereich schon erlebt in den letzten Jahren. Da sind die Leute mit so, keine Ahnung, mit so leichten Rennsportschüchen nach ausgefahren. Oder haben sich die ältesten Helme aufgezogen. Och, ich dachte mir, Mensch, da waren Aussagen dabei von Leuten, och, ich dachte mir, wenn ich zur Rennstrecke fahre, da kann ja ein Sturz mal schneller passieren. Da habe ich mal meinen alten Helm von zu Hause ausgekramt, damit ich mir den neuen nicht kaputt mache. Und da denke ich mir, Leute, was ist denn mit euch schief? Es geht um eure eigene Gesundheit, um eure eigene Sicherheit und super. Alles. Und dann haben die noch an ihren Karren das feinste Fahrwerk, alles mit goldeloxierten Schräubchen und hier und da die totale Eisdielenkarre schlechthin und fahren mit dem abgefucktesten Sicherheitsklamotten rum, die es nur gibt, weil sie Geld sparen wollen. Ah ja, wirklich, das muss ich jetzt so mal sagen. Wo ich mir denke, also irgendwas läuft doch da verkehrt. Ja. Es geht doch um die eigene Sicherheit. Ja. Und wenn wir dieses Thema, dieses Hobby, diese Leidenschaft, alles rund ums Motorrad schon betreiben und bearbeiten, dann lasst es uns doch bitte so bearbeiten und so sehen, dass die Sicherheit und der Schutz der eigenen Gesundheit nach wie vor das Höchste und Wichtigste ist. Ja? Ey, absolut, das sind ja teilweise nur Kleinigkeiten, mit denen man das Ganze sicherer oder gefährlicher machen kann. Da wird oft einfach an der falschen Stelle gespart. Deswegen auch die Anfragen bezüglich, ja, wie alt darf ein gebrauchter Reifen sein, den ich kaufe? Und Slick, nicht gebraucht, nee, gar nicht gebraucht. Genau. Wenn der jetzt neu ist, dann kann der jetzt, wenn der jetzt ein DOT 2018 hat, dann, und wir sind jetzt im Jahr 2020, dann wäre das für mich kein Problem. Hätte ich da keinen Schmerz damit. Also habe ich schon viele Reifen jetzt da gehabt, auch das ist überhaupt kein Thema. Da gibt es dann auch welche, die tun dann sagen, der Reifen ist von letztem Jahr, spielt keine Rolle. Da ist viel wichtiger, wie ist der Reifen gelagert worden. Das ist entscheidender, dass der Reifen nicht bei Frosttemperaturen spazieren gefahren wird oder montiert wird in Frost oder so. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass ein Slick, wenn dann neu ist und ein Straßenreifen sowieso auch neu, aber halt, bevor ich einen gebrauchten Slick irgendwo aus der Börse kaufe, lasse ich meinen Supersportreifen auf dem Motorrad drauf. Ja. Absolut. Ich sage immer, achtet bitte drauf, wo ihr eure Reifen bezieht, dass ihr eine vertraute
Quelle habt, einen vertrauten Händler habt, wo ihr eure Reifen bezieht, damit ihr immer wisst, wie wurden die gelagert. Ich sage immer im besten Falle kühl, dunkel, trocken, ja. Dass das Herstellungsdatum des Reifens, wie der Matthias eben schon gesagt hat, nicht zu alt ist. Ich sage mal bei neuen Reifen, was sagt man da in der Faustregel? 1 bis 2 Jahre? Ja. 2. Wenn ich ganz ehrlich, wenn jetzt ich einen kriegen würde, der aus 2017 ist, hätte ich auch keinen Schmerz dabei. Ja, da ist es auch noch in Ordnung, aber da müssen sie halt auch gut gelagert sein. Ja, ja, genau. Und gebrauchte Reifen, wie du vorhin auch eingangs schon erwähnt hast, gebrauchte Reifen wirklich dann nur von Leuten, wo er genau wisst, ey, okay, die sind ein paar Runden alt nur oder ein paar Turns nur gefahren und die wurden sauber ordentlich gelagert. Das machen wir ja unter uns Racern ja auch. Ja. Gell? Wenn du aber sagst, es gibt halt auch Hersteller, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da darfst du halt vor allem bei den Hinterrädern nicht darauf vertrauen, dass die noch Löcher haben. Ist halt ein Thema. Es gibt Hersteller, die kannst du runterfahren, bis dass die Löcher weg sind und die gehen immer noch gut. Und es gibt Hersteller, da kannst du das nicht machen. Deswegen ist es sehr schwierig für einen Einsteiger zu erkennen, kann ich den noch fahren oder nicht fahren? Deswegen sage ich einfach grundsätzlich eben im Zweifelfall immer neuen. Ein Gebrauchter ist immer die Katze im Sack. Was wir noch vergessen haben, tatsächlich ist es ein Thema, viele Einsteiger, die mich gebucht als Instruktor haben, kommen ohne Ersatzbenzinkanister auf die Rennstrecke. Ja, ganz wichtig. Benzin dabei, ja klar, Motorrad ist voll. Ganz wichtig, kauft euch 20 Liter Plastik oder Eisen, so diese grünen, diese Bundeswehrkanister, tut es dir irgendwo auf einer Tankstelle vor der Rennstrecke noch volltanken, weil an der Rennstrecke ist meistens utopisch teuer. Volltanken die Dinger. Und dann kauft euch noch so ein kleines Kännelchen, so eine Kanne mit so einem Schnorchel dran. Da kannst du, das sind so 5-Liter-Kannen, da kannst du dann super einschenken vom Kanister und in den Tank vom Moped. Und du wirst sehen, du brauchst extrem viel Sprit, streckenabhängig. Also ich brauche teilweise am Tag 60 Liter Sprit und Slowakiering oder so, da brauchst du am Tag 50 bis 60 Liter. Also es kommt auf die Strecke ein bisschen drauf an, wie viel Vollgasphasen das es gibt. Natürlich, desto schneller ihr werdet, umso mehr Sprit braucht ihr dann. Genau. Am Anfang seid ihr dann ein bisschen geschont, auch mit den Reifen. Was mir jetzt auch noch einfällt, ist, weil viele mich ansprechen und schauen, oh, jetzt schau mal, der Reifen, der ist schon schlecht jetzt, jetzt muss ich den tauschen. Dann sage ich, wie lange bist du schon gefahren damit? Ja, einen Tag. Also einen Tag, sprich, ein Tag hat 5-6 Turns, quasi 5 bis 6 mal 20 das Minuten, heißt, wenn überhaupt. Circa 2 Stunden Fahrzeit auf dem Reifen. Und dann muss ich sagen, ein Einsteiger wird noch am Tag den Reifen nicht zerstören. Außer er hat extrem viel Grundtalent und ist extrem schnell schon von Anfang an. Hat es gegeben, ich kenne ein paar. Oder er hat den extrem falschen Luftdruck drauf gehabt. Aber in der Regel sehen die Reifen, die sehen teilweise für manche kaputt aus. Es liegt aber daran, dass der Einsteiger in der Regel den Reifen nicht so zieht, dass der den Dreck runterzieht, sondern er sammelt den Dreck mehr auf. Das Pickup, ja. Ja, der sammelt das Pickup, die Gummireste von der Strecke sammelt der auf und dann schaut es aus, wie wenn der aufgerissen wäre oder lauter so Späße, habe ich schon alles gehört. Und im Endeffekt, desto schneller die Leute werden, umso sauberer sind die Hinterreifen. Umso glatter sind die. Ich bin letztes Mal auch mit der Kawa aus Almeria reinkommen, aus 2, 3 schnellen Runden, habe mich auch einen angeschaut, sagt er, was mit dem Reifen? Sag ich, warum? Der sieht aus wie ein Babypopo. Da sage ich, dem habe ich gerade so richtig eine auf die Fresse gegeben. Ja, aber das stimmt, das ist ein tolles Phänomen, je zügiger, je schneller, je routinierter du fährst, desto schöner ist dann nachher hinten raus auch im Regelfall das Reifenbild. Ja. Genau, und da kann man ruhig sagen, so sagen wir mal, also wenn wir jetzt meinen ersten Rennstreckeneinsatz nehmen und ich bin das erste Mal mit einer Honda SC57 3 Tage in Almeria gefahren, natürlich mit Instruktor, ich habe mir das geleistet, einfach für die Sicherheit, für die Basis, einfach eine gute Basis zu schaffen, weil es macht keinen Sinn, ein Jahr selber rum zum Wursteln und dann mache ich mir einen Instruktor und der muss dann das, was ich ein Jahr falsch gemacht habe, wieder ausbügeln, sondern ich wollte es von Anfang an richtig machen. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, warum ich so viel in kürzester Zeit geschafft habe, weil ich einen guten Einstieg gehabt habe. Und dann bin ich, pass auf, ich habe 2 Sätze Metzler Racetech K3 dabei gehabt auf meiner Honda und habe in diesen 3 Tagen ein Vorderrad und nach dem 2. Tag habe ich das Hinterrad gewechselt und habe dann für den 3. Tag ein neues Hinterrad. Also so 2 bis 3 Tage mit einem Satz Reifen ist überhaupt kein Problem für einen Einsteiger.
Natürlich genau. Muss man sich das Reifenbild ein bisschen anschauen. Ich schaue da, weil der Straßenfahrer, der ist es gewohnt, dass der Hinterreifen vor allem in der Mitte abgefahren ist. Und ich schaue meistens von oben auf das Hinterrad drauf. Und wenn der neu ist, ist er schön rund. Und umso älter das wird, umso mehr gleicht er mehr oder weniger einem V, weil er sich links und rechts an der Flanke abfährt. Und genau. Da, wenn ich dieses V schon stärker erkenne, dann weiß ich schon, oh, jetzt wird die linke und die rechte Flanke weniger. Und dann gehe ich einmal in Richtung Tauschen. Aber beim Straßenreifen, wenn du da die Markierung, da kannst du schon so 2-3 Millimeter bis kurz für die Markierung fahren, das ist kein Problem. Schau mal, Matthias, wenn ich Instruktorfahrten mache, dann habe ich einen frischen Satz Reifen drauf und habe dann teilweise am Tag Doppelturns, das heißt mit einer Gruppe 6 Turns und mit einer zweiten Gruppe auch nochmal 6 Turns, das heißt ich fahre an einem Tag teilweise 12 Turns. Kenne ich. Und das 2 Tage hintereinander, das heißt 24 Turns, damit hat der Reifen dann schon so viel gelaufen wie an 4 normalen Rennstreckentagen. Und selbst dann ist manchmal noch Futter drauf. Aber warum? Weil wir den richtigen Reifenluftdruck zur richtigen Situation, zur passenden Umgebung anwenden, weil wir ein Fahrwerksgrundsetup drin haben, was angemessen und angepasst ist, weil unser Kettenspiel stimmt und weil alles zusammenpasst. Genau, muss alles passen. Also das heißt, umfassend genau das, was wir eben besprochen haben. Und die Reifen, die halten am Anfang. Die halten am Anfang die gut, Tage, da braucht sich keiner Gedanken machen. Und deswegen lieber erstmal einen neuen Satz kaufen und nachfragen, welchen Reifenluftdruck, und dann erstmal keine Gedanken machen, fahren. Genau. Ja, ich glaube, wenn dir jetzt gerade nichts mehr einfällt, dann haben wir so alles im Großen und Ganzen. Wir sind jetzt schon bei der ersten Stunde und 2 Minuten. Müssen wir uns ein bisschen zügeln, damit die Leute nicht zu gelangweilt werden hier, wenn es zu lang wird. Also mir fällt jetzt gerade nichts Wichtiges mehr ein. Natürlich könnte man jetzt das eine oder andere im Detail noch 3 Tage besprechen. Aber ich denke, das war ein sehr, sehr guter Denkanstoß für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bisschen Bike, bisschen Equipment, bisschen Sicherheit, bisschen Technik im Hintergrund. Fand ich auch wichtig, fand ich auch schön, und mir macht das so einen Spaß, weil wir da ganz, ganz dieselbe Meinung vertreten. Punkt 1 und Punkt 2 hätte ich mir damals gewünscht, dass ich so eine Aufklärung bekomme. Ja, absolut. Vor allem so einfach, kostenlos, in Anführungszeichen, übers Internet. Genau, und das macht Spaß, und ich denke auch, mir fällt jetzt aus dem Stegreif nichts mehr ein, und dann würde ich sagen, beenden wir hier den Podcast. Wir bedanken uns natürlich an die lieben Zuhörer in dem Fall. Haben sie natürlich ein paar Beschwerden, wenn man da keine bewegende Bilder sieht, aber das ist auch ein Podcast und kein Video, das ist aber was anderes. In einem Video kannst du nicht eine Stunde lang ratschen, auf Bayerisch gesagt. Von dem her, demjenigen, der es gefällt, darf natürlich gerne einen Daumen hoch geben, den Kanal auch gerne abonnieren, egal ob jetzt hier auf YouTube oder auf Spotify. Beim Christoph vorbeischauen, beim 50 vorbeischauen auf Instagram oder auch auf YouTube, würde sich bestimmt auch freuen. Wir bedanken uns und hören uns beim nächsten Mal. Matthias, ich danke dir für das tolle Gespräch, mein Guter. Freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns. Bis dahin. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Motorrad-Podcast mit Matthias Meindl. Das bin übrigens ich. Ich würde mich natürlich auch auf ein Abo freuen. Und natürlich darfst du auch gerne deine Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin und ciao.